Guten Abend und herzlich willkommen. In Zusammenarbeit mit Benther Jung werden wir heute das Thema Abwasserrückstausicherung, Rückstausicherung in der Gebäudeentwässerung behandeln. Es freut mich für das große Interesse, das alle gezeigt haben. Und wenn Fragen sind, wir wollen ja nicht einen Monolog anbieten, sondern es soll möglichst ein Dialog zwischen dem Referenten, uns und den Teilnehmern sein. Stellt einfach Fragen. Man sieht nicht, wer, also niemand kann sehen, wer die Fragen gestellt hat. Ihr könnt einfach die Fragen stellen, indem Sie den Button unten Fragen und Antworten drücken und dann einfach die Frage schreiben. Wir werden dann die Fragen so zeitnah wie möglich beantworten. Und ansonsten gibt es auch natürlich am Ende des Webinars auch noch Zeit für Fragen und Antworten. Ich bedanke mich bei Firma Benther Jung, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, dieses Webinar mit uns zu veranstalten. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und vor allem bedanke ich mich bei dem Referenten, Herrn Marco Koch, der uns dieses Webinar, dieses Webinar hält nun. Und ich will nicht allzu lange quatschen. Ich übergebe gleich das Wort und wünsche allen ein gutes Webinar. Danke vielmals. Ja, dann sage ich auch schon mal herzlichen Dank, Herr Demitz, für die einleitenden Worte. Darf mich einmal ganz kurz nochmal vorstellen. Ich bin Marco Koch, bin seit über 20 Jahren, 23 Jahren bei Jungpumpen beschäftigt für den Bereich Seminare, Schulungen im Haus verantwortlich. Ich sag mal, am liebsten machen wir das natürlich bei uns im Werk in Steinhagen. Insofern auch schon mal die herzliche Einladung, uns vielleicht mal zu besuchen. Aber seit der Corona-Pandemie sind wir eben auch online da sehr stark vertreten. Und insofern freut es mich, dass wir die Gelegenheit haben, heute hier in diesem Rahmen einmal ein Webinar zu halten. Ganz kurz für die, die uns als Unternehmen noch nicht kennen, Herr Demitz hat es ja auch gerade gesagt, Benther Jungpumpen, da will ich ganz kurz mal erklären, wie das zusammenhängt. Wir als Unternehmen Jungpumpen, die Jungpumpen GmbH sind wir eigentlich, wir sind seit 2007 Teil des Benther-Konzerns. Benther beschäftigt weltweit über 11.000 Mitarbeiter, wie man hier sehen kann, macht 4,1 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und Benther beschäftigt sich im Grunde genommen mit Produkten, die man überall im Wasserkreislauf wiederfindet. Das heißt, wenn wir das hier mal bildlich einfach sehen, geht es los bei der Wassergewinnung, hier im Bild auf der linken Seite, über das Thema Wasserversorgung, wo Sie in Ihrer Region auch zum Beispiel die Marke Starrite kennen mit den entsprechenden Pumpen, die dann zur Bewässerung, zur Druckerhöhung oder ähnlich genutzt werden. Und für uns bei Jungpumpen geht es dann vor allen Dingen eher die rechte Seite, da wo also aus dem verbrauchten Wasser Abwasser entsteht, dass wir das dann aus dem Haus heraus befördern, bei einer fachgerechten Installation nichts mehr zurückkommt und dann im Grunde genommen der weitere Abwassertransport bis hin zur kommunalen Kläranlage sichergestellt ist. Das ist im Prinzip mal das, was Benther dann auch begleitet mit weiteren Produkten aus dem Poolbereich, sämtliche Produkte zur Wasseraufbereitung. Das geht dann hin bis in den landwirtschaftlichen Bereich, wo es um Sprinkleranlagen und Ähnliches geht, zum Beispiel an Traktoren und Co. Wir als Jungpumpen sind eben ein kleiner Teil dieses großen Konzerns. Das kann man hier mal gut erkennen. Wir werden im nächsten Jahr 100 Jahre alt, sind also im Jahr 1924 gegründet worden in Steinhagen. Das liegt in Nordrhein-Westfalen, also im Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland. Ostwestfalen, Lippe, das ist so die Region, in der wir hier tätig sind. Da sind eben dann etwas über 370 Mitarbeiter beschäftigt, die über 100 Millionen Umsatz generieren. Das heißt, im Kern des Ganzen sind wir ein Pumpenhersteller, sehen uns aber eben auch als Systemlieferant der Branche. Das heißt, wir liefern zur Pumpe den passenden Behälter, die passende Steuerungstechnik und auch sonstiges elektrisches und mechanisches Zubehör. Das mal so als ganz kleine, kompakte Einleitung. Und damit will ich mal den direkten Übergang machen auf unser Kernthema heute. Wir sprechen heute über das Thema Rückstausicherung in der Gebäude- und im weitesten Sinne auch Grundstücksentwässerung.
Und das Ganze habe ich mal aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Ich werde Ihnen gleich also erstmal die Rolle der Rückstauebene erläutern. Wir sprechen darüber, warum es zu Rückstau kommt, um dann eben über Lösungen zu sprechen. Im Grunde genommen können wir da zwei Dinge anführen. Das eine ist der sogenannte Rückstauverschluss, für uns als Pumpenhersteller quasi die technische Konkurrenzlösung. Und dann sprechen wir natürlich über Hebeanlagen, die sich im Grunde genommen abgrenzen und dann in der Gebäudeentwässerung eingesetzt werden. Dazu starte ich mal mit einer kurzen Animation, denn hier kann man schon mal ganz gut erkennen, in welchen Bereichen der Gebäude- und Grundstücksentwässerung Jungpumpenprodukte eingesetzt werden. Und Sie sehen hier an den Anwendungsbeispielen schon, der Fokus für uns liegt zumeist im Kellerbereich innerhalb des Gebäudes. Da geht es um die Rückstausicherung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob man die Maus sieht, wenn ich das hier mal zeige. Also hier im Kellerbereich unterhalb der Rückstauebene. Da sind also viele Anwendungsfälle hier mal dargestellt. Es geht immer um das Thema Rückstauschutz, also das Wasser daran zu hindern, über das verbundene Rohrleitungssystem zurückzugelangen ins Gebäude. Wir haben dann weitere Anwendungsfälle für Pumpen im Erd- oder Obergeschoss oder sogar im Dachgeschoss. Das sind dann eher so die klassischen Fälle der Sanierung, wo es darum geht, nachträglich Entwässerungsgegenstände zu installieren. Außerhalb des Gebäudes haben wir dann vielleicht hier das Thema Drainageentsorgung, Drainageentwässerung, das Thema Wasserversorgung. Da sind wir dann in der Produktwelt der Marke Starrite. Und wenn man sich vorstellen würde, dass dieses Gebäude hier eher in der ländlichen Region angesiedelt ist, dann könnte es noch sein, dass hier zum Beispiel solche Pumpenschächte eine Rolle spielen, mit denen man dann das Abwasser weiter transportiert über Druckrohrleitungen, also kleindimensionierte Leitungen, sodass wir dann über Druckleitungsnetze einen relativ kostengünstigen Anschluss an die sonstige Kanalisation wiederum ermöglichen. Das kann in Form einer Einzelpumpstation sein, das kann aber auch sein, dass man hier dann entsprechende Druckleitungsnetzwerke im Prinzip etabliert bei weit entlegenen Gegenden, bei einer verzweigten Entwässerungssituation, also einzelne Gebäude, die eben in der Landschaft verstreut sind, einzelne Höfe beispielsweise. Wenn wir uns das jetzt mal nochmal vor Augen führen, was das jetzt regional bedeutet, dann müssen wir im Prinzip sehen, wir haben verschiedene Regelwerke, die hier eine Rolle spielen können. Und das ist auf europäischer Ebene zunächst mal die EN 12056. Die beschäftigt sich mit der Gebäudeentwässerung, mit der Schwerkraftentwässerung innerhalb des Gebäudes, so sagt es im Grunde genommen der Titel dieser Norm. Das heißt, wenn wir das an unserem Bild hier ausmachen, geht es klar um hier die Freigefälleleitungen, die hier mittels Schwerkraft eben zum Kanal oder hier auch zu diesem Pumpenschacht entwässern. Es geht um die Dachentwässerung und es geht eben auch um den Kellerbereich, denn den Kellerbereich können wir auch mittels Schwerkraft entwässern. Oder, wenn ich das jetzt aus meiner Sicht natürlich betrachte, besser mit einer Hebeanlage. Das heißt, die Hebeanlage, die hier zum Rückstauschutz eingesetzt wird, die hebt das Wasser im Grunde genommen dann auch nur kurz an, damit es dann im Freigefälle wiederum weiter fließen kann, im Freigefälle eben zum Kanal hin. Aber das Ganze ist dann eben rückstausicher ausgeführt. So, jetzt habe ich hier schon einen Einwand gemacht, nämlich im nächsten Step und habe dabei geschrieben, regional betrachten. Denn es kann sein, dass es jetzt im Einzelnen regionale Vorschriften gibt. Das könnte hier mal rot markiert in Deutschland zum Beispiel die DIN 1986 Teil 100 sein. Also das sind dann regionale Ergänzungsnormen, die Anwendung finden. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass dann eben auch die Entwässerung außerhalb des Gebäudes hier berücksichtigt wird. Da geht es dann vor allen Dingen den Überflutungsschutz, wenn wir das mal aus Sicht von uns, aus Sicht des Pumpenherstellers sehen. Also planerisch sollte ein Gebäude natürlich gerade unter den klimatischen Bedingungen heute immer so angelegt sein, dass man Gefällesituationen zum Gebäude vermeidet, damit das Risiko einer Überflutung des Gebäudes von außen eben möglichst gering hält. Außerhalb des Gebäudes geht es dann natürlich überschneidend vom privaten Grundstück auch in den öffentlichen Bereich. Es geht um den Kanalanschluss. Es kann vielleicht dann auch eben um ländliche Gebiete gehen, wenn wir an die Druckentwässerung denken. Das heißt, da haben wir die entsprechenden Europanormen. Einmal hier für die Freigefälleentwässerung, die 752 oder die 1609.
1632, wenn wir dann eher im Bereich der Druckentwässerung unterwegs sind. Und zu diesen Normen haben wir dann natürlich immer noch mal regionale Vorschriften. In der Regel sind das dann die kommunalen Entwässerungssatzungen, die dann auch eine Rolle spielen können. Gerade im Übergang zwischen dem privaten und öffentlichen Bereich sollte man da drauf schauen. Oder auch in Bezug auf die Rückstauebene. Denn diese Rückstauebene ist für uns immer der wichtigste Bezugspunkt, den wir annehmen müssen im Verhältnis zu den Entwässerungsgegenständen im Gebäude. In der Regel, wenn Sie mit einem Laien sprechen, der sich fragt, naja, brauche ich jetzt eine Pumpe oder brauche ich keine Pumpe, dann wird dieser Laie in der Regel immer ein Verhältnis herstellen, zwischen dem Entwässerungsgegenstand und dem Kanalniveau. Liegt der Kanal höher, ist es relativ klar, dass wir das Wasser da hochpumpen müssen. Ist das Verhältnis umgekehrt, dass man meinen könnte, das Wasser fließt doch frei ab, kommt im ersten Moment keiner auf den Gedanken, dass er eine Pumpe brauchen könnte. Und da kommt genau die Rückstauebene ins Spiel. Und ich zeige Ihnen das jetzt mal hier anhand eines Videos, wie die Rückstauebene dann klassisch agiert. Wir sehen jetzt mal hier, welche Aufgabe die Rückstauebene nämlich erfüllt. Haben wir nämlich eine Überlastung des öffentlichen Kanalsystems, dann wird das Wasser über die Rückstauebene, hier über die Begu-Abdeckung im Grunde genommen auf der Straße entsprechend austreten und die Situation im Kanal entspannt sich. Spannende Frage, wenn man solche Bilder sieht, ist dann eben immer die, was gerade in den umliegenden Häusern passiert. Und da muss man eben genau darauf Acht geben und da kommt eben der Rückstauschutz ins Spiel. Und da kann man jetzt eben ganz gut erklären, warum es wichtig ist, diese Rückstauebene immer zu betrachten. Grundsätzlich können wir festhalten, haben wir ein ebenes Gelände. Dann ist die Situation relativ einfach. Dann können wir eben anhand der Schachtoberkante klar machen, anhand der Straßenoberkante klar machen, wo die Rückstauebene sich befindet. Sind wir jetzt in Gebirgsregionen, was ja bei Ihnen in der Region, so stelle ich mir das vor, häufiger vorkommen kann, dann haben wir eben immer die Frage, naja, welcher Schacht ist denn die Bezugsebene, der obere oder der untere? Die Antwort ist hier schon mal vorgegeben. Dann muss man immer vom, ja, man sagt Worst-Case-Szenario ausgehen. Hier ist das ja mal angedeutet, also eine Verstopfungssituation. Das heißt, wenn diese Verstopfung auf dem Weg vom höher liegenden zum tiefer liegenden Kanal, Zutrittspunkt oder Austrittspunkt hier erfolgt, heißt das, wir müssen den nächst höheren Punkt hier eben als Rückstauebene dann annehmen. Hier sehr idealtypisch dargestellt, weil auch sehr komfortabel dargestellt, weil wir eben selbst hier am höheren Punkt die Geschossdecke immer noch hoch genug liegen haben. Das ist in der Praxis oftmals einer der großen Knackpunkte. Da komme ich gleich aber noch drauf zu sprechen. Jetzt will ich an der Stelle noch mal einen Ausblick geben, denn der Klimawandel, das ist, denke ich mal, in aller Munde, auch weltweit. Und in dem Zusammenhang wird im Markt heutzutage schon oft diskutiert, ob der Begriff Straßenoberkante als Rückstauebene überhaupt ausreichend ist. In vielen Bereichen spricht man hier von der Schwammstadt. Ich weiß nicht, ob das in Italien auch inzwischen propagiert wird. Hier in Deutschland, gerade in dicht besiedelten Gebieten, zum Beispiel im Ruhrgebiet, wird da immer mehr von gesprochen, dass man also sagt, die Städte müssen zukünftig so geplant werden, dass geplant Regenrückhalteräume vorhanden sind. Dazu kann beispielsweise das Straßenbett zukünftig dienen. Und das könnte eben bedeuten, dass die Straße quasi wie ein Flussbett ausgeführt wird, also als Regenrückhalteraum, als Puffer dient. Und damit müsste man in dem Zusammenhang natürlich die Gehwegoberkante verstärkt ins Spiel bringen. Das einfach mal eher visionär hier dargestellt und gedacht. Wenn wir zurückkommen auf unser Gebäude und dieses Bild, und uns jetzt das Thema Rückstauschutz etwas näher vor Augen führen, dann bedeutet das im Grunde genommen, wir müssen hier jetzt abgrenzen, wir haben es hier genannt, die Trennung der Volumenströme beachten, denn alles, was im Freigefälle jetzt anfällt, das wird auch erstmal mittels Schwerkraft entwässert. Also das betrifft hier nicht die Hebeanlage, sondern alles, was von oberhalb der Rückstauebene kommt, läuft frei ab. Dafür haben wir hier im Bild unsere Verleitung, wir haben hier die abgehängte Sammelleitung, und trennen so gesehen die Volumenströme.
Ein Ausnahmefall können Sanierungen sein, wenn also hier das Dachgeschoss beispielsweise ausgebaut wird und da baut jemand eine Pumpe ein, um letztlich auch hier über Strecke, über den Drempel zum Beispiel zu entwässern, dann ist das hier von den Regelungen ausgenommen. Anders sieht es aus unterhalb der Rückstauebene. So, und da ist ganz wichtig, dass wir uns vor Augen führen, da steht an erster Stelle in der Norm immer die Hebeanlage und erst an zweiter Stelle kommen sogenannte Rückstauverschlüsse ins Spiel. Und das müssen wir genau abgrenzen. Und ich erkläre Ihnen gleich auch mal, was hier gemeint ist, wenn hier steht, Rückstauverschlüsse sind nur in Ausnahmefällen erlaubt. Wir gucken uns das jetzt mal etwas näher an. Also wir konzentrieren uns jetzt hier auf den Bereich unterhalb der Rückstauebene. So, und wenn wir da in die Norm gucken, dann sind wir im Teil 4 der DIN EN 12056. Da habe ich jetzt im Prinzip einfach nur abgeschrieben, und nenne Ihnen mal vier ganz wichtige Zitate aus dieser Norm. Da heißt es, dass der Schutz gegen Rückstau von Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene keine Kann-, sondern eine Muss-Bestimmung ist. Ich verstehe das immer ganz gerne als Appell an einen Hausbesitzer. Wenn Sie sich in der Beratung befinden, es geht um bauliche Maßnahmen, dann können Sie hiermit im Prinzip an den Hausbesitzer appellieren, dass er sich gegen Rückstau schützen muss. Tut er das nicht, hat er in vielen Fällen ein Problem mit seiner Versicherung, wenn es dann mal zu einem Schaden kommt. Denn die Versicherung wird im Zweifelsfall darauf pochen. Die Kommune auf der anderen Seite wird darauf verweisen, dass das ja so in der Norm steht. Das heißt, die Kommune, das können wir mal festhalten, kann in der Regel nicht in die Haftung. Jetzt ist die Frage, wie kann man das technisch realisieren? Doch das beantwortet dann die Norm hier im zweiten Satz, denn da heißt es, der Schutz gegen Rückstau erfolgt durch Abwasserhebeanlagen mit Rückstauschleife. Für uns bei Jungpumpen natürlich eine Steilvorlage, so eine Formulierung. Aber trotzdem muss ich hier zur Vorsicht mahnen, denn viele denken jetzt, naja, die Hebeanlage, die macht das schon, ja. Die Hebeanlage schützt mich gegen Rückstau. Aber so ist es nicht. Das muss ich relativieren und das ist hier auch schon deutlich gemacht, denn die Hebeanlage funktioniert immer nur in der Kombination mit der Rückstauschleife. Das heißt, unser Produkt, das wir bei Jungpumpen herstellen und auch gerne liefern, funktioniert nur so gut, wie es dann auch fachlich richtig installiert wird. Das wird auch hier nochmal etwas konkreter gefasst, denn hier heißt es in der Norm, nur die Ausführung mit Rückstauschleife bietet einen hohen Grad an Sicherheit gegen Rückstau. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Installation in puncto Rückstauschleife richtig funktioniert. Und auch hier hoffe ich, dass die Maus das richtig anzeigt hier. Wir müssen also hier die Rohrleitung einmal hoch genug führen über das Niveau der Rückstauebene hinweg. Ich zeige Ihnen das jetzt gleich nochmal mittels Animation. Da wird das nochmal sehr gut deutlich gemacht. Und in Ausnahmefällen, das auch hier nochmal der Vollständigkeit halber, steht also in der Norm, dass Rückstauverschlüsse zulässig sind. Wir werden oft gefragt in dem Zusammenhang übrigens, seit wann man diese Forderung hat, seit wann es das gibt. Ich habe hier für Deutschland zumindest mal ein bisschen geforscht und habe hier auch Antworten bekommen, dass nämlich in Deutschland in den 1920er Jahren, ganz konkret 1928, das erste Mal Entwässerungsnormen eingeführt worden sind. Damals war allerdings der Keller noch gar nicht so im Fokus. Das heißt, wenn man damals sich einen Keller geleistet hat, dann war das eher ein Kohlenkeller, da waren Vorräte, Kohlen eben gelagert beispielsweise. Aber ein Keller wurde auf keinen Fall zu Wohnzwecken genutzt. Ich habe das hier auch mal deutlich gemacht an dem Wohnhaus, in dem ich mich gerade befinde, im Übrigen, in dem ich wohne. Und dieses Wohnhaus ist nach dem Zweiten Weltkrieg umgebaut worden, immer mal wieder umgebaut worden. Und im Jahr 1969, als es nach dem Krieg, wie gesagt, hier umgebaut wurde, da sind Pläne gemacht worden. Und das fand ich schon mal ganz interessant. Schon da wurde also sehr explizit auch das Thema Rückstauschutz hier in den Fokus. Also das Thema, will ich einfach mal damit sagen, ist durchaus schon etwas älter und wird schon länger verlangt. Eine spannende Frage ist natürlich immer, warum kommt es zu Rückstau? Und was sind die klassischen Rückstauursachen? Jetzt haben wir eben schon mal das Stichwort Klimawandel angebracht.
Und sicher muss man sagen, das ist natürlich ein sehr beherrschendes Thema. Und da kann man immer nur hoffen, dass man regional ja von Unwettern und solchen Dingen verschont bleibt. Und man muss auch ernüchternd sagen, hier sind natürlich die Schutzmöglichkeiten begrenzt. Vor einem Rückstau kann man sich in der Regel immer schützen. In dem Moment, wo dann natürlich das Wasser über die Kellerfenster von außen eindringt, hat das nichts mehr mit Rückstau zu tun. Dann müssen wir fachlich von einer Überflutung sprechen. Da sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt, gerade aufgrund der klimatischen Veränderungen. Insofern hier einfach mal auch nochmal Beispiele, warum es sonst noch zu Rückstau kommen kann. Sie müssen sich vor Augen führen, dass viele Kanalnetze natürlich tendenziell auch alt sind. Das heißt, da sind die Kommunen natürlich gefordert, auch ihre Netze zu überwachen und regelmäßig zu erneuern, damit auch damit schon mal die Rückstaugefahr begrenzt wird. Wir haben es aber auch damit zu tun, dass sich das Abwasser in der Zusammensetzung weltweit, muss man wiederum sagen, auch verändert hat über die letzten 20 Jahre. Das heißt, der Wasserverbrauch geht zumeist in den Regionen zurück. Wir sind alle angehalten, Wasser zu sparen, als kostbare Ressource letztlich auch. Andersrum hat der Gebrauch von Feuchttüchern und Hygieneartikeln drastisch zugenommen. Das heißt, auch das führt vermehrt zu Schwierigkeiten im Kanalnetz durch Verstopfung beispielsweise, aber auch eben in kommunalen, großen kommunalen Pumpwerken. Auch das kann am Ende einen Rückstau zur Folge haben. Das will ich damit einfach mal verdeutlichen. Interessant sind in dem Zusammenhang dann auch mal die statistischen Darstellungen. Da kann ich in dem Fall auf Deutschland verweisen. Hier gibt es eben Aufzeichnungen über den Wetterdienst, wo also statistische Erhebungen gegeben sind, welche Regenmengen tendenziell zu erwarten sind. Das könnten Sie sicherlich regional bei Ihnen auch mal nachhalten, inwiefern Sie an solche Zahlen denn tendenziell kommen. Denn das hat natürlich auch eine Relevanz für die Planung, gerade wenn wir über Regenwasserpumpwerke tendenziell sprechen, außerhalb von Gebäuden. Also hier in Deutschland wird es eben unterschieden in den Jährlichkeiten, das sind statistische Werte, die Regenmengen, die einmal alle 2 Jahre zu erwarten sind, tendenziell geringer. Und dann ist der Jahrhundertregen, der angeführt wird, der natürlich wesentlich höher ausfällt. Das Problem, was man damit immer wieder verbindet, ist, dass man nie sagen kann, wann die 100 Jahre rum sind. Und die 100 Jahre sind auch nur ein Wert. Das sind Zufallszahlen und der Zufall kennt bekanntlich oder hat bekanntlich kein Gedächtnis. Kanalspülungen können ein Aspekt sein. Das machen die Kommunen auch, letztlich um die Kanäle instand zu halten. Welche Kanalspülungen können zu Rückstauereignissen führen? Und hier nochmal das angesprochene Thema der Feuchttücher, also der typischen, wir sagen auch Störstoffe. Da muss man eben genau gucken, was wird in die Toiletten geworfen. Es gibt zum einen eben das sogenannte Toilettenfeuchtpapier. Das ist noch nicht so schlimm, will ich mal sagen. Extrem wird es und gefährlich wird es dann, wenn beispielsweise Windeltücher in die Toilette geworfen werden, denn die sind extrem reißfest. Die führen wirklich zu Störungen in Pumpwerken, aber auch auf den Klärwerken. Das heißt, dazu sollte man auch sensibilisieren, Endverbraucher sensibilisieren, dass das Zeug nicht in die Toilette gehört, ganz wichtig. Was dann passiert, das mag man sich meist ja nicht so gern ausmalen. Und wer da betroffen ist, der hat in der Regel nicht nur das Problem als Momentaufnahme, sondern wenn solche Ereignisse passieren, dann wirken die Schäden ja in der Regel sehr lange nach. Und wir reden hier über ein Medium, wenn wir über Abwasser sprechen. Mir hat mal jemand gesagt, Abwasser ist eines der kompliziertesten Medien der Welt. Man weiß nämlich nie genau, was drin ist. Und sobald Fäkalien im Spiel sind und Fäkalien hier eindringen in das Gebäude, dann haben wir nicht nur einen Schaden an dem Mobiliar im Gebäude, sondern wir haben einen Schaden am Gebäude selber. Wenn hier Fäkalstoffe hier hinter die Verkleidung geraten, in den Estrich einsickern, dann haben wir schon einen handfesten Bauwerksschaden. Und da kann man jetzt anfangen zu philosophieren, ob das irgendeine Versicherung trägt oder nicht. Aber der Ärger und die Nerven, die das kostet hier für den Bewohner, die sind in Geld, denke ich mal, nicht aufzuwiegen. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese Thematik zu erklären und deutlich zu machen,
warum auch die Installationstechnik im Gebäude einen sehr hohen Stellenwert haben sollte. Der Endverbraucher wird immer eher sich vor der Wand orientieren und schauen, dass er ein hochwertiges Bad bekommt, eine hochwertige Keramik und ähnliches. Ist sich aber oftmals eben gar nicht darüber bewusst, was die Installationstechnik für ihn nützt und welchen Schutz diese Technik für ihn bietet. Und dazu kann man eben solche Animationen ganz gut nutzen, die Sie im Internet frei verfügbar jederzeit nutzen können. Bei unserem YouTube-Kanal myjungpumpen beispielsweise. Denn hier kann man mal ganz gut erklären, wie Rückstau überhaupt funktioniert. Also, dass hier das Gesetz der kommunizierenden Röhren im Prinzip greift, wodurch hier bei einer Überlastung des Kanalnetzes eben der Keller unter Wasser gesetzt wird. Jetzt können wir regional natürlich in solchen Fällen helfen, eine Ersthilfe bieten über eine Notentwässerungspumpe. Wir nennen das Ganze Flutbox, dass man dann den Keller eben schnell wieder abpumpt, um Folgeschäden gering zu halten. Aber ernüchternd müssen wir natürlich sagen, hat das mit dem klassischen Rückstauschutz nichts zu tun. Und Ihnen fällt vielleicht der Fehler auf hier in der Animation. Solange das Wasser und die Wassersäule sich hier im Kanalnetz nicht entspannt, ist das hier natürlich ein fortlaufender Kreislauf und unser Keller wird wieder volllaufen im Prinzip. Das müssen wir hier ganz klar sagen. Das heißt, wir brauchen einen Schutz. Der Kunde will sicherlich nach so einem Ereignis hier auch einen Schutz sehen und haben. Und eine Möglichkeit wäre jetzt, das Ganze mit einem Rückstauverschluss zu lösen. Das ist sicherlich in vielen Fällen auch im Sinne des Kunden, weil der Kunde auf Sie als Installationsbetrieb beispielsweise zukommt und sagt, ich möchte was haben, was gut funktioniert, aber auch günstig ist. So, und das ist dann die Situation, wo oftmals ein Rückstauverschluss als Mittel zur Wahl herangezogen wird. Und das können wir uns jetzt mal anschauen, ob das wirklich immer eine gute Idee ist. So, und dazu starte ich mal hier die zweite Animation. Und wir können uns die Situation anschauen. Es regnet hier wieder in unserem Beispiel. Sie sehen, der Verschluss, den wir hier eingebaut haben, der schließt. Also der Kunde, der Hausbesitzer ist erstmal scheinbar entspannt, wundert sich dann aber irgendwann vielleicht doch, warum wieder Wasser bei ihm im Keller steht. Ist vielleicht dann auch ein bisschen aufgebracht und sauer, weil er sich sagt, Mensch, ich habe doch jetzt hier in Technik investiert. Warum steht mein Keller jetzt unter Wasser? Vielleicht sagt er noch und merkt an, ist nicht so dreckig wie beim letzten Mal, aber das Ärgernis ist sicherlich da. So, und da sind wir am zentralen Punkt, gerade beim nachträglichen Einbau ist das natürlich ganz gefährlich, wenn dieser Rückstauverschluss einfach an der falschen Stelle eingebaut wird. Das heißt hier, ich hatte eben von der Trennung der Volumenströme gesprochen, ist ganz wichtig, dass die Entwässerungsgegenstände hier von oberhalb der Rückstauebene erst hinter dem Verschluss einleiten. Denn ansonsten, wie wir es hier haben, säuft der Keller im Prinzip von innen ab oder das Gebäude säuft von innen ab, wenn hier eben die Badewanne dranhängt oder im schlimmsten Fall die Dachentwässerung dranhängt und die Klappen zu sind im Rückstaufall. Das ist also Punkt 1. Wenn dieser Installationsfehler nicht gemacht wird, haben wir trotzdem dann die Einschränkung, so muss man sagen, dass natürlich im Rückstaufall, wenn die Klappen zu sind, hier die Entwässerungsgegenstände, die Waschmaschinen oder auch hier das Bad, ich sage es ganz bewusst, hoffentlich das zusätzliche Bad des Gebäudes nicht nutzbar sind. Ja, das heißt, ich bin abhängig als Nutzer von der Situation im Kanal. Mir sagt wahrscheinlich niemand, wann es zu diesem Rückstau kommt. Wahrscheinlich auch niemand, wie lange diese Rückstausituation anhält. Denn es muss ja nicht immer nur das Starkregenereignis sein. Es kann ja sein, dass der Kanal irgendwo verstopft ist oder ein Schaden da ist, der vielleicht gar nicht so schnell behoben werden kann. Und das macht im Prinzip die Einschränkung aus, rund um so einen Rückstauverschluss. Das ist der Grund, warum auch hier die Europanorm sagt, solche Verschlüsse dürfen nur in Ausnahmefällen eingebaut werden und eingesetzt werden. Und diese Ausnahmefälle sind hier auch benannt. Das heißt, man sagt erstmal rein von der Logik schon, so einen Rückstauverschluss, den kann ich nur einsetzen, wenn ich eine Gefällesituation habe. Also mein Wasser frei abfließen kann. Das ist mal die physikalische Voraussetzung. Der zweite Punkt ist dann schon nicht mehr ganz so klar. Da heißt es jetzt, so ein Verschluss, der darf nur eingesetzt werden bei Räumen untergeordneter Nutzung. Untergeordnete Nutzung. Da sind wir wieder bei diesem Kohlenkeller, den ich eben angesprochen habe. Also eher so, wie es früher war, dass man den Keller genutzt hat,
ohne dass da wesentliche Sachwerte untergebracht waren, oder eine Gefährdung der Gesundheit eintreten könnte. Das ist ja heute naturgemäß eher anders. Das heißt, im Keller ist eben oftmals die Heizungstechnik untergebracht. Die Heizungstechnik werden neue Anforderungen gestellt, die wird eher zukünftig noch teurer sein. Also es gilt, die Heizungsanlage zu schützen. Vielleicht haben wir da unsere Waschmaschine, einen Hobbyraum. Während Corona, weiß ich, haben viele im Keller im Homeoffice gesessen. Das heißt, wir haben da viele Werte im Keller, wollen den Keller, wenn wir uns den Keller heute nutzen, auch vielfältig nutzen. Und damit haben wir eben einen hohen Wert, den es zu schützen gilt. Der Gebäudewert als solches ist hier noch gar nicht inkludiert. Und dazu kommt jetzt noch die Anforderung, da sind wir wieder bei der Nutzung, dass eben gesagt wird, ein Verschluss, der darf nur eingesetzt werden bei einem kleinen Benutzerkreis, dem ein Ersatz-WC oberhalb der Rückstauebene zur Verfügung steht. Das heißt grundsätzlich erstmal, wenn Sie sich jetzt fragen, ja, was ist denn eigentlich ein kleiner Benutzerkreis, dann gibt es zur Norm ja in der Regel immer noch einen Kommentar, der auch nochmal gilt, auch, den man auch mit in Betracht ziehen muss. Da findet man dann tatsächlich die Erklärung, ein kleiner Benutzerkreis, das ist das private Umfeld. Also das ist das klassische Einfamilienhaus. Da könnte ich jetzt tatsächlich sagen, ich nehme so einen Rückstauverschluss, wenn sichergestellt ist, dass jemand im Obergeschoss noch zur Toilette gehen kann, im Rückstaufall. Aber dann bleibt trotzdem die Frage nach den Sachwerten natürlich bestehen. Und damit könnte man jetzt sagen, wird vielleicht die Funktionsfähigkeit solcher Rückstauverschlüsse auch ein Stück weit angezweifelt. Sie müssen sich auf jeden Fall immer darüber im Klaren sein, dass der Rückstauverschluss hier unmittelbare Rückstausicherung darstellt. Und man muss auf die Ablaufstellen im Rückstaufall verzichten können. Das ist im Prinzip hier die Konsequenz, wenn man so will, dieser letzte Punkt. Und nochmal, Ihnen sagt keiner, wann dieser Rückstauffall tatsächlich eintritt und wie lange der anhält. Das ist mal so, sind mal so die Grundsätze, die hier Beachtung finden müssen. Rein technisch haben wir jetzt hier mal dann zwei Abbildungen dazu. Hier steht einmal für Grauwasser und für Schwarzwasser. Das heißt, technisch werden jetzt eben auch nochmal spezielle Anforderungen gestellt an diese Rückstauverschlüsse. Und ich behaupte mal, so kenne ich das hier bei uns aus dem Umland, die meisten, die an so einen Verschluss denken, die denken in der Regel an so einen Verschluss für Grauwasser und denken vielleicht hier an einen Invest von 100 bis 200 Euro. Kommt aber die Toilette mit ins Spiel und wir haben fäkalienhaltiges Abwasser, dann sind auch an den Verschluss höhere Anforderungen zu stellen. Und das heißt, wir sind hier normativ bei einer anderen Norm, nämlich der Prüfnorm für solche Rückstauverschlüsse. Diese Rückstauverschlüsse werden hier eben in verschiedene Klassen unterschieden. Ich habe hier nur mal drei Beispiele, es gibt insgesamt fünf. Der wesentliche Unterschied ist eben, dass wir hier bei fäkalienfreiem Abwasser im Gebäude zwei Verschlüsse haben, also zwei Klappen, die rein mechanisch wirken. Eine davon kann über einen Notverschluss hier betätigt werden. Ich könnte mich also dazu entscheiden, dass ich sage, im Urlaubsfall mache ich hier das Ganze händisch erstmal zu, verschließe das sicherheitshalber. Haben wir jetzt fäkalienhaltiges Abwasser, ist die Situation etwas anders. Dann haben wir hier auch zwei Verschlüsse, allerdings eine durch Fremdenergie betrieben. Das heißt, hier auf dem Verschluss ist eine Motorik aufgebaut. In der Regel haben wir einen Sensor irgendwo im Scheitel hier der Druckrohrleitung. Das heißt, sobald eine Vollfüllung, also ein Rückstaufall erkannt wird, wird eine der beiden Klappen hier motorisch verschlossen. Und ansonsten sind diese Klappen immer offen. Das heißt, es ist ein freier Weg da für alle, wie wir immer sagen, üblichen Beimengungen im Abwasser, damit eben der Verschluss als solches nicht schon eine Verstopfung herbeiführt. Das ist nämlich immer die Gefahr, wenn diese Verschlüsse hier Typ 2 genutzt werden in Verbindung mit Toiletten, dass schon durch den Verschluss im Prinzip eine Verstopfung sich aufbaut. Das ist hier von der FH Münster vor 2, 3 Jahren auch mal getestet worden. Da sind im Grunde genommen alle Herstellerprodukte oder Produkte verschiedener Hersteller, so will ich mal sagen, getestet worden in dieser Kategorie mit fäkalienhaltigem Abwasser. Die sind alle durchgefallen, weil das Ganze eben nicht bestimmungsgemäß wäre. Das muss man ganz klar sagen. Im Kern, und das müssen Sie sich hier vor Augen führen, stellt der Verschluss die Rückstausicherung dar. Und das bedeutet, wenn hier irgendwas passiert, hier ist es mal Rattenfraß, nicht unüblich im Kanalsystem, dass sich da Nager aufhalten,
dann ist natürlich der Rückstauschutz als solches schon gefährdet. Oder wenn eben die falschen Abwässer über solche Verschlüsse entwässert werden, dann führt schon der Verschluss, wie ich gerade schon angeführt habe, zur Verstopfung. Und deswegen ist es da immer ganz wichtig, dass wenn Verschlüsse eingesetzt werden, dass die richtigen genutzt werden. Das mal so vorab. Ich will aber gar nicht so viel über Verschlüsse sprechen, sondern vielmehr über die Hebeanlage. Und da jetzt mal überleiten, denn mit der Hebeanlage erschlagen wir im Prinzip mehrere Fliegen hier mit einer Klappe, wenn man so will. So, wir haben nämlich hier die Hebeanlage mal und jetzt können wir das Funktionsprinzip Abwasserhebeanlage mal sehen. Und für diesen Fall haben wir jetzt wirklich mal einen Rückstau, nämlich bis zum Niveau der Rückstauebene, bis zur Straßenoberkante. So, und jetzt haben wir im Prinzip unseren Rückstauschutz durch die Schleife, die hier hoch genug geführt worden ist, und stellen im Prinzip über die Hebeanlage selber sicher, dass wir im Rückstaufall weiter entwässern können. Das ist auch die eigentliche zentrale Aufgabe der Hebeanlage. Die Hebeanlage ist dafür verantwortlich, dass im Rückstaufall entwässert werden kann, damit im Grunde genommen die Unabhängigkeit von der Situation im Kanal gegeben ist. Das heißt, uns ist vollkommen egal, was da gerade im Kanal passiert. Und wir sind uns im schlimmsten Fall darüber bewusst, dass wir unser Abwasser dann eben auf die Straße drücken. Oder man könnte jetzt auch sagen, im schlimmsten Fall zum Nachbarn in den Keller, weil hier in diesem System natürlich immer das schwächste Glied verliert. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ja, hydraulisch werden wir oft gefragt, wie kann das funktionieren? Hydraulisch funktioniert das im Prinzip ganz einfach insofern, als dass die Hebeanlage eigentlich nur eine Aufgabe hat. Die muss nämlich nur hier die geodätische Förderhöhe hier zunächst mal überbrücken. In Verbindung mit einigen Reibungsverlusten im Rohrleitungssystem wird das hier in der Regel kein Problem sein, diese 2,5 Meter hier zu schaffen. Hydraulisch sind das dann vielleicht 0,3 Bar Druck, die so eine Anlage zu überwinden hat. So eine Compli 400, wie hier in der Darstellung, hat eine Förderleistung von 7 Metern. Förderhöhe wird also hier immer gewinnen, wenn man so will, in so einem System. Jetzt stellen wir das natürlich hier alles sehr idealtypisch dar. Das muss man mal zugeben an der Stelle. Und wir werden oft hier konfrontiert, gerade bei diesem Bild, dass dann viele sagen, naja, das geht doch gar nicht. Gerade wenn wir über Sanierungen sprechen, über Nachrüstungen sprechen. Wenn man danach fragt, ja, was geht denn nicht, dann sprechen wir oft hier über diese Rückstauschleife, die hier natürlich optimal abgehängt ist unter der Kellerdecke, unter der Geschossdecke, höher liegt als das Niveau der Straße hier. Da kommt es dann schon zu Problemen. Ich sage mal, das hat im Prinzip der Architekt oder Planer in der Hand, wie groß die Schwierigkeiten des Installateurs hier sind. Fakt ist, wir müssen immer darauf pochen, im Grunde genommen, dass die Rückstauschleife über das Niveau der Rückstauebene geführt wird. Denn allein in diesem Punkt, wo wir hier über dem Niveau der Straße sind, erreichen wir unseren Rückstauschutz. Ja, das ist letztlich die Physik an der Stelle, die wir anderweitig nicht überlisten können. In vielen Fällen vertrauen Kunden dann darauf, dass sie sagen, na gut, aber Pumpe hat doch eine Rückschlagklappe, die ist doch auch pflichtmäßig verbaut. Kann man dann sagen, ja, na klar, die Rückschlagklappe wird in vielen Fällen da sicherlich auch herhalten und wird ihren Job gut machen. Aber sie ist eben nicht die Rückstausicherung oder bietet nicht die Rückstausicherung im Sinne der Norm. Das muss man ganz klar sagen. Und bezogen hier auf dieses Bild heißt das, wir müssen nicht immer lotrecht hier oder senkrecht hochgehen in den darüberliegenden Raum, wenn hier nun gerade das Wohnzimmer beispielsweise dann liegt, sondern man könnte natürlich auch hier an der Kellerdecke das Ganze verziehen in irgendwie einen Bereich, wo ich weiß, okay, da liegt im Obergeschoss darüber die Küche. Mit den Schränken oder vielleicht im Gäste-WC habe ich eine Vorwand, Installationswand vorgesehen. Dann kann ich eben die Schleife auch in dieser Wand verstecken, sozusagen. Das Ganze sollte dann natürlich schalltechnisch auch isoliert sein. Da sind natürlich Fließgeräusche in einer Rohrleitung vorhanden. Und auch das Thema Brandschutz ist natürlich wichtig, ja, regional zu betrachten. Inwiefern dann eben über entsprechende Rohrdurchführungen dann eben auch der Brandschutz mit berücksichtigt sein muss, ganz wichtig. Nicht in allen Fällen ist es die große Hebeanlage, die immer zum Einsatz kommt. Manchmal kann es sein, dass es sich ja lediglich um eine Sanierung handelt.
Und auch das können wir hier mal anschauen. So, und in der Sanierung sehen wir jetzt hier, haben wir den Einsatz von Kleinhebeanlagen hier in Betracht gezogen. Das heißt, der Zweck ist im Grunde genommen der gleiche. Mit der Kleinhebeanlage transportieren wir hier auch das Abwasser über das Niveau der Rückstauebene hinweg. Wir brauchen auch hier im Prinzip die Schleife über das Niveau der Rückstauebene, haben aber eben den Vorteil, dass wir mit dieser Kleinhebeanlage erstmal eine bodengleiche Installation sicherstellen können. Also haben da schon mal einen Kostenvorteil. Und wir können solche Anlagen hier auf der linken Seite im Gäste-WC beispielsweise auch in ein Vorwandmontagesystem einbauen. Das heißt, wir haben auch optisch keinerlei Nachteile in der Badgestaltung. Wichtig ist nur in solchen Fällen natürlich immer, dass ich die Erreichbarkeit gewährleiste. Das heißt, dass man eben eine Wartungsöffnung hat, damit man an die Anlage später nochmal drankommt. Solche Anlagen, spricht im Norm, in der Norm oder hier im Titel, ja nicht in der Norm, sondern im Volksmund sozusagen, immer gerne auch von Kleinhebeanlagen. Die Norm nennt das Ganze hier auch Hebeanlage zur begrenzten Verwendung. Das heißt, begrenzte Verwendung, da schwingt schon der Begriff einer Einschränkung mit. Das muss man hier immer klar sich vor Augen führen. Solche Anlagen sind auch wieder nur für zusätzliche Entwässerungsgegenstände gedacht. Da habe ich eben keinen großen Puffer vom Behältervolumen, sondern das ist eine kleine Box im Grunde genommen. Da passt das Spülkastenvolumen rein von einer Toilettenspülung. Und dann soll die Anlage eben auch laufen und soll auch ein ganz geringes Restwasser dann auch Leerpumpen. Solche Anlagen sind in der Regel wieder eher etwas empfindlicher, das muss man ganz klar sagen, bei Fehleinleitungen, also Hygieneartikeln und Co. Die gehören hier auf gar keinen Fall in die Toilette. Herr Koch, ich hätte eine Frage, und Ja. zwar ein Teilnehmer eine Frage gesendet, und zwar schreibt er, diese Problematik betrifft vor allem Mischinstallation, also bei gemischten Kanälen mit Schwarz- und Weißwasser. Bei reiner Schwarzwasserkanalisation ist die Thematik anders. Ist das korrekt? Also ich bin da voll bei Ihnen und voll bei dem Teilnehmer zu sagen, bei einer Mischinstallation ist das Risiko natürlich deutlich größer, aber der Rückstauschutz als solches sollte natürlich auch bei der Trennkanalisation gewährleistet sein. Also ich sage mal, das ganze Thema, was ich angesprochen habe, die Physik ist die gleiche, kann man ganz klar sagen. Und wir müssen uns halt freimachen, denke ich, einfach von der Frage, warum kommt es zu Rückstau? Es ist eben nicht nur das Starkregenereignis, sondern es sind eben vermehrt auch Ereignisse durch Verstopfungen und Co. Das halte ich als ganz wichtig. Und insofern steht der Rückstauschutz und die Anforderungen an den Rückstauschutz auch bei der Trennkanalisation in nichts nach. Also müssen wir das im Grunde genommen genauso mit im Fokus haben. Aber ich bin voll dabei, das Risiko bei der Mischinstallation ist deutlich höher, auf jeden Fall. Ja. Und dann ist hier noch eine Frage, wo Sie sicher auch eine Antwort haben. Und zwar wird hier geschrieben, wie soll das bei Gebäuden in Hanglage funktionieren? Da wäre ja oftmals das halbe Dorf unterhalb der Rückstauebene und die Rückstauebene wäre das Dachgeschoss. Gut, das muss man regional eben schauen. Also zur Rückstauebene muss immer eigentlich die Kommune die Aussage geben oder die Antwort geben, wo die Rückstauebene im Zweifelsfall liegt. Also das Beispiel, das war ja im Prinzip, ich springe jetzt einmal gerade nochmal, das war ja im Prinzip eine Situation, wie wir das hier nochmal sehen, bei einer Hanglage, dass ich dann eben schauen muss, ja, was wird als Rückstauebene angenommen? Also das muss man individuell betrachten. Das ist also jetzt schwierig, das pauschal zu betrachten. Ne? Natürlich, wenn wir ein Dorf haben Ja. mit Anlage, dann wird ein Teil des Dorfes relativ höher sein und das andere Ja. Teil ist dann Aber wesentlich wir tiefer. werden ja sicherlich in Abständen immer wieder auch dann entsprechende Kontroll- oder Schachtöffnungen haben, dann eben ja stufenförmig, so würde ich es jetzt mal annehmen, dann auch in Betracht zu ziehen sind oder heranzuziehen sind, so würde ich das sehen. Und ansonsten wird es höchstwahrscheinlich sein, dass es so wie hier auf diesem Bild, was gerade eingeblendet ist, als Bezug wird dann immer höchstwahrscheinlich direkt beim Haus, denn das andere wäre ja eigentlich Ja. fast möglich nicht. Also wenn ein Haus auch nur ein 3 Stockwerke höher ist, dann hätten wir da, ja, sagen wir, wenn es von der Lage her 30 Meter höher gelegen ist, dann hätten wir da unten keine Möglichkeit Nein, über die Rückstauebene. Also da genau. wird man höchstwahrscheinlich immer nur sich auf das Haus beziehen können und dementsprechend
auf die nächsten Schacht im Prinzip dann, eine ne? Also hundertprozentige Sicherheit nicht gewährleisten können, nicht? ja. Vermute ich mal. Also, ja. Also so würde ich es hier tatsächlich auch sehen. Okay. Ja, das wären Okay, zwei Fragen. ja, also Danke vielmals. sehr gerne. Im Prinzip können wir jetzt sehen, hatten wir eben ja schon mal ganz kurz das Thema Kosten angesprochen. Und da will ich jetzt ganz kurz noch einmal das Thema Rückstauverschluss zur Sprache bringen, einfach um das auch kostentechnisch nochmal zu relativieren. Hier mal die Darstellung verschiedener Rückstauverschlüsse. Und wie gesagt, hier müssen wir immer beim Medium unterscheiden. Also haben wir fäkalienfreies oder fäkalienhaltiges Abwasser. Da sehen wir eben schon mal die Unterscheidung hier auf der preislichen Ebene, dass so ein Verschluss für fäkalienfreies Abwasser relativ betrachtet eben immer günstig ist. Der sollte aber tatsächlich auch schon mal mindestens zwei Klappen haben, abweichend zu dem, was wir hier im Bild sehen. So, und sobald Fäkalien mit ins Spiel kommen, eben eine Motorik und Sensorik hier erforderlich ist bei dem Verschlusssystem selber, sind diese Verschlüsse eben auch schon deutlich kostenintensiver. Es gibt dann auch durchaus Systeme mit integrierter Pumpe. Auch sowas gibt es am Markt. Dann sind wir aber schon hier mit den 3.500 € weit über der Hebeanlage, die dann im Prinzip, muss man ganz klar sagen, für den Kunden einen deutlich höheren Nutzen liefert. Also das ist im Grunde genommen das, was man im Fokus immer betrachten muss. Also der Kunde, dem ich hier eine Lösung vorstelle, der wird weniger am Ende das Produkt betrachten, weil er wird keinen Bezug haben zu dem Installationsprodukt, was irgendwo bei ihm im Keller unter der Sohle oder in der Sohle verbaut ist, sondern wir müssen mit dem Kunden viel mehr über den Nutzen sprechen. Der Nutzen der Hebeanlage ist hier ganz klar der, dass wir sagen können, Hebeanlage kann zu jeder Zeit das Abwasser entsorgen und damit haben wir eine komplette Unabhängigkeit von der Situation im Kanal gegeben. Und das kann hier eben so eine Hebeanlage sein, hier diese Kompli-Hebeanlage von uns, die wir hier ansprechen, die als, man kann sagen, vollwertige Hebeanlage dient und beziffert wird oder benannt wird. Das heißt, darüber kann ich eine abgeschlossene Wohneinheit mit Küche, Badezimmer und allem, was dazugehört, entsorgen und entwässern. Vielleicht ist es aber wirklich nur der Partykeller oder das private Souterrain, wo ich vielleicht ein Homeoffice habe und Zweit-WC, dann können wir auch tatsächlich mit solchen Kleinhebeanlagen arbeiten, die deutlich günstiger sind, aber nach wie vor, wie gesagt, dann eine Unabhängigkeit von der Situation im Kanal bieten. Es gibt dann am Markt, ich hatte es gerade schon gesagt, Rückstaupumpanlagen, es gibt Hybridhebeanlagen inzwischen, also Zwitterlösungen, was dann heißt, wir haben ein Verschlusssystem. Nur wenn die Verschlüsse zu sind, wird gepumpt. Da wird zum Teil dann am Markt auch argumentiert mit den Energiekosten, getreu dem Motto, na, es ist doch viel günstiger, wenn das Abwasser normalerweise abfließt und nur dann gepumpt wird, wenn es wirklich notwendig ist. Hier müssen wir oder können wir aber ganz klar einhaken und können sagen, eine Pumpe oder eine Hebeanlage ist in der Regel kein großer Kostentreiber für Energiekosten. Denn wir können immer davon ausgehen, eine Abwasserhebeanlage ist immer ein Kurzzeitläufer. Das heißt, die pumpt nur bei Bedarf. Und das bedeutet, dass wir in der Regel sagen, normaler Einwohner verbraucht um die 120 Liter am Tag. Die Anlage pumpt 20 Liter Wasser in 2, 3 Sekunden weg. Das heißt, selbst bei einem Vier-Personen-Haushalt, also wenn wir jetzt mal rechnen, 480 Liter am Tag, läuft diese Anlage 24 Mal am Tag für 2, 3 Sekunden, um jeweils 20 Liter Wasser wegzubringen. Also weniger als eine Minute, kann man ganz grob sagen. Damit entstehen nur ganz geringe Energiekosten. Wir haben mal ermittelt, im Jahr mögen das dann knapp unter 10 € sein, je nachdem, wie der Energiekostenpreis je Kilowattstunde regional ausschaut. Also Energiekosten sind da in der Regel nicht das große Argument, was man gegen eine Hebeanlage anbringen kann. Das ist ganz wichtig. Und damit haben wir an sich gute Argumente zugunsten der Hebeanlage. Wir müssen sie eben nur richtig anbringen. Und das bedeutet eben auch, dass man dem Endverbraucher, dem Hausbesitzer hier und da auch mal die Augen öffnen muss, um ihm einfach zu sagen, Mensch, du hast einen Kellerraum, der Keller ist tendenziell teuer. Wer sich also einen Keller leistet, der sollte eben auch darüber nachdenken, dass er langfristig keine Einschränkungen hat für seinen Kellerraum, sondern den eben auch umfassend nutzen kann, gerade wenn es vielleicht um eine Souterrain-Wohnung geht.
Denn da ist der Rückstauschutz dann schon sehr entscheidend. Denn die Wahl des Rückstauschutzes, ob nun Verschluss oder Hebeanlage, schränkt mitunter dann eben auch die Nutzbarkeit der Kellerräume. Wenn wir das jetzt zugunsten der Hebeanlage hier betrachten, müssen wir dabei dann natürlich wiederum sagen, es muss auch die richtige Pumpe und die richtige Rückstausicherung betrachtet werden. Und da sind wir dann, wir als Pumpenhersteller vor allen Dingen auch, bei der EN 12050. Das heißt, der Markt grenzt im Prinzip oder separiert im Prinzip jetzt verschiedene Typen von Hebeanlagen. Und das ist hier mal dargestellt. Also wir haben im Grunde genommen drei Produktkategorien. Das ist jetzt wieder marktumfassend, betrifft den Gesamtmarkt Pumpen und Hebeanlagen. Alle Hersteller am Markt, die ein zugelassenes Bauprodukt im Prinzip anbieten, müssen sich an diese EN 12050 hier halten und daran orientieren. Und hier sagt man eben, gibt es vollwertige Hebeanlagen, Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser. Das ist alles das, was Sie im Jungpumpen-Produktsortiment kennen als Compli-Hebeanlagen. Da hat man dann eben Behälter mit entsprechend aufgebauten Pumpen. Wir sprechen in der Regel von einem Behälter in Stufenform. Das heißt, hier auf dieser Stufe, wenn Sie meine Maus hier verfolgen, da ist dann die Pumpe eben aufgebaut. Der Behälter hat dabei ein gewisses Vorhaltevolumen, also Notstauvolumen, was wir haben. Und die Pumpen sind eben leistungsstark, so leistungsstark, dass sie eben alle Formen von üblichem häuslichem Abwasser dann eben auch problemlos entsorgen. Hier in der Darstellung sind das jetzt Pumpen mit einer Freistromathydraulik. Das heißt, wir binden hier an mit einer Druckleitung in DN80. Wenn man kleinere Rohrleitungen verwenden wollte oder müsste, dann müssten diese Hebeanlagen hier ausgestattet sein mit einer Zerkleinerungseinrichtung, sogenannten Schneidradpumpen. Das würden wir aber tatsächlich im Wohngebäudebereich eher nicht empfehlen, einfach aufgrund der Geräusche, die von solchen Anlagen ausgehen. Hier sehen wir dann mal in der Mitte die Darstellung mit zwei Pumpen. Immer wenn wir dann in Mehrfamilienhäusern sind, gewerblichen Anwendungen, öffentlichen Gebäuden oder auch grundsätzlich, wenn Sie es mit Regenwasser zu tun haben, dann sollte eben immer eine Doppelhebeanlage vorgesehen werden, also zwei Pumpen, die alternierend im Wechselbetrieb arbeiten. Dann sehen Sie, stuft sich das hier nochmal ab, auch im Behälter. Das geht dann von mal ganz grob 50 Litern bis 1000 oder 1500 Liter Stauvolumen, die man dann mit solchen Anlagen abdeckt. In der zweiten Kategorie hier in der Mitte sehen Sie dann mal Hebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser. Das ist in der einfachsten Form im Grunde genommen dann die Pumpe, die irgendwo Bausatz in einem Pumpensumpf verbaut wird im Keller. Wenn es für meine Kollegen und mich optimal läuft, sind natürlich hier die passenden Jungpumpenbehälter im Einsatz. Das sind dann solche Baufixbehälter, die wir eben einbaufertig anbieten, dass die eben gleich in die Sohle einbetoniert werden können, Einschallarbeiten. Das können hier Überflurbehälter sein, die bodengleich aufgestellt sind. Oder wir bieten eben auch Montagesets an, fertige Verrohrungen hier mit Kupplungssystemen, die dann in bauseitigen Schächten wieder eingebaut werden können. Und die dritte Kategorie hatte ich eben gerade schon angesprochen, das sind dann eben diese Kleinhebeanlagen, Anlagen zur begrenzten Verwendung, die dann eben hinter der Toilette verbaut werden. Das heißt, das sind eben im Prinzip Produkte, man sagt auch für den Toilettendirektanschluss, also direkt hinter dem WC sind die dann verbaut. Sie dürfen maximal vier Entwässerungsgegenstände zeitgleich anschließen, also Toilette, Handwaschbecken, Dusche und Bidet. Das, wie gesagt, im privaten Umfeld. Und es muss sichergestellt sein, dass alle Entwässerungsgegenstände, die ich genannt habe, sich im selben Raum befinden. Das sind so die Vorgaben im Prinzip, die es dann hier gibt. Dann funktioniert das einwandfrei. Schwierig wird es immer dann, gerade in dieser dritten Kategorie hier, wenn diese Produkte falsch eingebaut werden. Wenn irgendwer auf die, ich sag mal, nicht so gute Idee kommt, so ein Produkt alternativ zu einer Compli-Hebeanlage anzubieten, da würde ich mal behaupten, ist der Ärger fast vorprogrammiert. Das führt in der Regel zu Problemen, denn gerade bei Hygieneartikeln, das mögen solche Geräte mal gar nicht. Und das sage ich auch herstellerübergreifend. Das betrifft uns bei Jungpumpen, betrifft, würde aber jeder andere Hersteller, wenn er seriös argumentiert, genauso hier sagen. Eine Besonderheit hier für den italienischen Markt, gerade wenn wir auf die Compli-Hebeanlagen schauen, ist die, hier haben wir eben verschiedene Produktlinien.
Hier gibt es auch die Produkte hier mit diesem grauen Behälter, die Compli 310, die wir speziell eben im italienischen Markt hier anbieten. Da können Sie sich auch beraten lassen von meinen Kollegen im Markt, welche Lösung Sie dann am Ende präferieren. Das ist, wie gesagt, eine zumindest auch preislich attraktive Alternative. Das, was ich Ihnen vorgestellt habe bis hierher, finden Sie im Internet auch noch einmal hier unter dieser Adresse, die ich Ihnen hier eingeblendet habe, rückstausicherung.net. Das ist eine, ich würde mal sagen, sehr interessante Internetpräsenz nochmal, die wir weniger in einem werblichen Charakter aufgebaut haben, sondern vielmehr, um Endverbraucher hier zu informieren. Also, dass Sie gerne auch diese Adresse weitergeben, vielleicht auch verlinken über Ihre Website, einfach damit sich Endverbraucher informieren können, ausführlich informieren können über das Thema Rückstauschutz. Dort kann auch zugegriffen werden auf diese Animationen, die ich Ihnen gezeigt habe, um eben die Thematik nochmal zu verdeutlichen. Dort können Sie Prospektmaterial bestellen. Wir haben auch einen aus Pappe, im Grunde genommen einen Rückstauschieber. Können Sie sich hier auf der Seite mal anschauen. Wird dann auch hier mit einem Erklärvideo, wenn Sie das hier mal sehen, erklärt, wie das Prinzip Rückstauschutz funktioniert. Das ist sehr gut gemacht, Endverbraucher-like in so einem Comic-Stil, sodass das auch ein Laie wirklich verstehen kann, was da passiert. Ein ergänzendes Thema habe ich hier an der Stelle nochmal angebracht. Da weiß ich jetzt nicht, wie das in Ihrer Region verfolgt wird. Ich beziehe mich jetzt hier auf eine Forderung aus einer Europa-Richtlinie, die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie. Die fordert nämlich tendenziell von allen Mitgliedstaaten der EU, dass die Qualität des Wassers und des Grundwassers zu verbessern ist. Das kann dazu führen, dass eben regional auch von Hausbesitzern gefordert wird, dass erdverlegte Abwasserleitungen auf Dichtheit zu prüfen sind. Hier haben wir ja in vielen Fällen die Situation, dass wir eben auch mit älteren Gebäuden zu tun haben, dass historisch bedingt Leitungen in der Vergangenheit eben unter der Bodenplatte verlegt worden sind und diese eben mit der Zeit dann mitunter auch undicht werden, einfach aufgrund von Alterungserscheinungen der Dichtmaterialien vielleicht, oder weil es zu Setzungen gekommen ist im Erdreich. So, und wenn diese Dichtheit dann überprüft werden soll und die Leitungen eben nicht mehr dicht sind, dann stellt sich eben oft die Frage, wie man das Ganze sanieren kann. Da gibt es viele Verfahren am Markt dazu, auch sogenannte grabenlose Kanalsanierungsverfahren, wo wir aus Sicht des Pumpenherstellers immer dazu argumentieren, dass es vielleicht dann besser ist, auch nachträglich eine Hebeanlage zu verbauen. Die erdverlegten Rohrleitungen letztlich aufzugeben, damit man die gar nicht mehr in Betracht zieht. Das heißt, die auch zukünftig nicht mehr auf Dichtheit prüfen muss, und damit das Prinzip Rückstauschutz hier auch entsprechend bedient, vollständig bedient. In Deutschland gibt es hier in diesem Markt auch viele schwarze Schafe. Das will ich mal ganz kurz hier erwähnen. Das ist ein Fall, den habe ich privat selber mitverfolgt. Man spricht hier bei uns im Land ganz gerne von den sogenannten Kanalhaien, da auch der Rohrmafia. Das heißt, da gibt es viele unseriöse Unternehmen, die hier ihre Leistungen anbieten und dann ja viele Hausbesitzer auch quasi abzocken, wie wir das gerne sagen. Und davor muss man immer warnen. Das ist aus meiner Sicht für die Fachwelt, für sämtliches Fachpublikum wichtig, dass man darauf hinweist, dass Endverbraucher bei Themen rund um das Thema Abwasser, bei Problemen rund um das Thema Abwasser möglichst immer auf ihren Installationsbetrieb zu sprechen kommen. Das ist so immer mein wichtiger Appell an dieser Stelle, dass das auf jeden Fall beherzigt wird. Wir bei Jungpumpen, wir sind gerne für Sie erreichbar, auch weiterhin erreichbar, hier über unterschiedlichste Online-Kanäle. Darüber bieten wir auch Online-Seminare an. Wir sind mit allen Animationen vertreten, die Sie auch jetzt gesehen haben, bei YouTube. MyJungpumpen, das ist unser Kanal. Da gibt es inzwischen, ich würde mal sagen, hunderte von Videos und Animationen, die Sie sich anschauen können zum Thema Abwassertechnik.
Wenn Sie sich mit uns verlinken über Facebook oder LinkedIn, sind Sie immer informiert über sämtliche News bei Jungpumpen. Und letztlich können Sie natürlich auch die Website gerne nutzen, um sich umfassend zu informieren. Diese Website haben wir im letzten Jahr gerade komplett erneuert, ein komplett neues Erscheinungsbild bekommen, mit auch einer ganz neuen Rubrik, der Rubrik Pumpenwissen. Da haben wir ja unser Wissen, geben wir da breit der Öffentlichkeit preis auch. Da können Sie also zu den unterschiedlichen Kategorien, wie Sie hier sehen, sich Infos holen, Infos ziehen, wenn Sie die haben möchten. Wenn es darüber hinaus Fragen gibt, sind wir natürlich auch immer gerne für Sie ansprechbar. Dann melden Sie sich einfach bei uns, bei mir oder auf der regionalen Ebene eben bei den Kollegen, die dann Ansprechpartner sind, hier genannt, der Riccardo Vistarini, Gabriele Benini und Cinzia Taccola. Das sind im Prinzip hier die Kollegen, die dann für Sie bei Pentair, ausgehend von Pisa, dann für Sie die Ansprechpartner sind. Und darüber hinaus stehe ich natürlich sonst auch gerne für Fragen zur Verfügung. Jetzt ist es genau 18 Uhr auf meiner Uhr. Das war so das Ziel, eine möglichst eine Punktlandung zu machen. Ja, Aber pünktlich damit, Herr Demetz, gebe ich das ergänzt. Wort gern zurück. Danke, danke. Ich bedanke mich hiermit einfach beim Referenten, Gerne. Herrn Koch. Danke vielmals für das Referat. Ich bedanke mich bei Pentair Jung, dass wir dieses Referat machen konnten und wünsche hiermit allen einen schönen Abend. Danke vielmals für die Teilnahme und für das Interesse. Und ich freue mich schon auf das nächste Webinar mit euch und schönen Abend, Grüße an alle und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.